Kieler Jugendradio. Ich bin neue Musik. Und hier ist er nun. Der Newcomer des Monats. Juli 2013. Hier ist Kiel FM mit dem Kieler Jugendradio. Wir befinden uns im Monat Juli, der Sommermonat. Und zu einem guten Sommer gehört natürlich gute Musik. Das ist unser Stichwort für den Newcomer, den wir euch heute vorstellen wollen. Es geht um eine Band aus Hessen, genauer gesagt Grüneberg. Herzlich willkommen, der Newcomer des Monats Juli 2013. Fulltime Job. Hallo. Hey. Hallo. Euphorie pur, das ist gut. Wie viele Bandmitglieder seid ihr denn und wer spielt was? Wir sind vier und hier spricht die Laura. Hier ist der Yoshi. Hier ist der Tim. Der Leo. Und die Laura spielt Bass. Der Tim ist an der Gitarre und am Gesang. Der Yoshi spielt die zweite Gitarre und der Leo spielt Schlagzeug. Okay. Wie habt ihr denn eigentlich zueinander gefunden und beschlossen, eine Band zu gründen? Also der Ursprung war eine Coverband. Da aber Cover mit der Zeit irgendwie langweilig wird, haben wir angefangen, eigene Songs zu schreiben. Die Laura war zu dem Zeitpunkt noch nicht dabei. Die kam aber mal in die Probe, um uns einen Songtext von ihr vorzustellen. Und da ich wusste, dass die Laura Gitarre spielen konnte, habe ich dann zu ihr gesagt, spiel doch mal Bass. Und dann haben wir zu viert geprobt und ja, es klang cooler und haben dann beschlossen, dass die Laura einsteigt. Okay. Davon war sie am Anfang wahrscheinlich auch noch nicht so begeistert, aber jetzt gefällt sie ja ganz gut, oder? Ja. Ja, okay. Interessant finde ich ja, wie die Bands immer auf ihre Bandnamen kommen. Einige unserer Newcomer kamen unter der Dusche oder im betrunkenen Zustand auf ihren Namen. Wie war es denn bei euch? Sucht ihr alle einen Vollzeitjob oder was? Nein, wir haben ja eine EP aufgenommen und damals waren wir auf der Suche nach einem neuen Namen. Und ich habe mir einfach Gedanken gemacht, über was unsere Texte handeln. Und das Leben ist ja auch ein Fulltime-Job und für uns ist das ja auch noch ein Nebenjob und deswegen Fulltime-Job. Okay, gut. Um was geht es denn in euren Songtexten und schreibt ihr nur englische Songs? Ja, unsere Songtexte sind alle aus dem Leben gegriffen. Es geht um Liebe, Hass, Schmerz, um fröhliche Sachen, also nicht nur um Hass. Und ja, also wir versuchen halt immer unsere Gefühle aufzuschreiben, das ist das Wichtigste. Und alles nur auf Englisch, ne? Und alles nur auf Englisch, genau. Okay. Ich bin ja schon ganz gespannt, wie eure Musik klingt. Deswegen würde ich jetzt gerne einen Song von euch spielen. Welchen Titel hören wir jetzt von euch? Wir hören jetzt Time's All Over aus der aktuellen EP. Okay, nach dem Song Time's All Over von Fulltime Job interviewe ich die Band noch ein bisschen weiter. Bis gleich.
times all over. Do you know what I mean? And it all comes back. How great has been. And it's all over. All the things we've done. But now we know that it's time. It's time to say goodbye. Time has come, but we'll remember the things we've done. This time's all over. Do you know what I mean? And it all comes back. How great has been. And it's all over. All the things we've done. But now we know that it's time. It's time to say goodbye. Da sind wir wieder, das Kieler Jugendradio auf Kiel FM. Das war Times All Over von Fulltime Job, unserer Newcomer-Band für den Juli 2013. Wo kann man denn eure Musik überhaupt herbekommen? Kaufen kann man die CD leider noch nicht, aber sie ist gerade im Druck. Wenn das alles passiert ist, kann man die natürlich live auf den Konzerten kaufen. Ich denke mal, wir werden auch einen Online-Shop erstellen, wo man sich dann das alles nach Hause schicken lassen kann. Und solange das noch nicht passiert ist, schreibt uns einfach an. Und www.fulltimejobmusic.de findet ihr alle Kontaktdaten und wir schicken euch die CD auch gerne nach Hause. Das ist ja nett von euch. Wir haben euch selbstverständlich auch auf unserer Website verlinkt. Dazu klickt ihr einfach auf www.kielerjugendradio.de. Was ist denn als nächstes bei euch in Planung? Wir haben vor, ein Musikvideo zu Times All Over, also das Lied, was wir gerade gehört haben, zu drehen. Ja. Wann genau das rauskommt, kann ich leider noch nicht sagen. Aber wir werden es auf jeden Fall machen, weil wir haben richtig Bock, eins zu drehen. Und wenn es dann draußen ist, natürlich auf Facebook unter Fulltime Job zu sehen. Okay, sag Bescheid, wenn es soweit ist, ne? Dann geben wir auch nochmal Bescheid hier. Natürlich. Was sind denn überhaupt so eure musikalischen Vorbilder? Orientiert ihr euch irgendwie an jemanden oder seid ihr frei und entscheidet selber? Also wir orientieren uns eigentlich an amerikanischen Bands. Weil unser Stil ist ja eher so College Rock. Und da gibt es so Bands wie Autumn Low, wie The Kings und so Sachen. Das hören wir selber halt auch gerne und davon versuchen wir uns ein bisschen zu orientieren. Aber es ist immer noch ein Stück weit das eigene Feeling dabei. Werdet ihr dann auch mal live zu sehen sein? Wenn ja, wo sieht man euch als nächstes? Also wir spielen viel hier bei uns in der Gegend, aber wir kommen nächste Zeit auch sehr viel rum. Und zwar im Norden, zum Beispiel am 17.8. in Regensburg im Art Café, am 23.8. In Hamburg und am 24. auch. Und am 31.8. spielen wir auch in Frankfurt. Okay, welchen Song wollen wir jetzt noch spielen von euch? Too Late, das ist die Rockballade unserer EP. Too Late. Okay, dann machen wir das. Vielen Dank, ich bedanke mich sehr, dass ihr euch Zeit für das Interview genommen habt. Das war der Newcomer des Monats, Juli 2013. Vielen Dank, Fulltime Job. Wir waren Fulltime Job und wünschen euch noch viel Spaß. Tschüss! 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Dein Radio steht auf. Kiel FM.